Und damit herzlich willkommen, liebe Prepper und Outdoor-Freunde. Heute bauen wir uns hier so einen obergeilen Speer. Das ist alles, was wir für den Speer brauchen. Einmal hier natürlich ein Stück Metall. Das ist ein altes Kreissägeblatt. Die Reste davon, wie man sieht, ist da schon ein bisschen was weggegangen. Aber da kriegen wir jetzt noch so einen Speerkopf auf jeden Fall mit raus. Dann natürlich den Stab. Da habe ich jetzt einfach hier so einen Besenstiel genommen, ne? Das ist die einfachste Möglichkeit. Dann noch ein paar Nägel, Kleber, da könnt ihr hier sowas nehmen von Uhu, so ein Fertigding dann. Macht ihr einfach drauf gedrückt, verschmieren. Oder sowas hier ist gehüpft wie gesprungen, ist dasselbe, das hier muss man anrühren. Das hier ist etwas günstiger, weil ihr davon mehr habt in der Masse. Das ist halt etwas weniger. Und Paracord. Mehr braucht es für den Speer nicht. So, natürlich eine Schablone, irgendwie sowas in der Richtung, was wie ein Speerkopf hier aussieht. Ich glaube, so verschenken wir am wenigsten Material, wenn wir das direkt hier oben so reinlegen. Ihr seht das hier, wie schon mal so, ne? Das war falsch. Grob die Punkte, wo die Löcher dann reingebohrt werden. Ja. Ich denke, so passt das ungefähr zu den Besenstielen. Das sollte auch nicht zu breit sein, ein Speer, ja, sonst ist es auch schwieriger reinzuhauen. Gut für ein Wildschwein, ne? Brauchst natürlich so einen fetten Klopper dann, das ist was anderes. Aber wir machen uns hier so einen ganz simplen Speer. Das klebe ich jetzt auf, zeichne das nach mit dem Edding und dann schneiden wir das mit der Flex aus. Aber vorher Arbeitssicherheit, ne? Weil hier fliegen ganz schön die Funken und das ist auch laut. Das kann ganz schön nerven. Also Schutzbrille und hier Gehörschutz. Auf geht's. Ich höre nichts mehr! So sieht das gute Stück jetzt aus, ja. Natürlich hier und da jetzt den fetten Grat und hier habe ich einmal gefuscht, bin so rüber gerutscht, aber das ist nicht so schlimm, denn da und da kommt ja sowieso eine Klinge ran. Hier habe ich jetzt eben abgebrochen, da hätte man auch vernünftig rausflexen können. Habe ich nicht gemacht, da gehen wir gleich nochmal bei, das ist auch nicht so wild. Also da, wo man fuscht, das kann man nacharbeiten, da gehen wir gleich nochmal vernünftig rüber. Mit Schleifpapier bzw. hier mit den, das war schon mit den alten Schleifbock. Und dann die Feinheiten können wir auch nochmal mit der Feile zwischengehen. So viel Zeit muss sein. Aber ansonsten für ein Rohling und oben ist auch schon gut spitz. Aber es ist ein bisschen heiß geworden. Härten tun wir das jetzt nicht. Die Härte sollte nicht rausgegangen sein dabei bei der Hitze. Hoffe ich jedenfalls. Das Härten lassen wir jetzt. Denn wir wollen das ja flott gemacht haben und mit einfachen Mitteln. Da das Ganze doch etwas bescheiden hier ausgeflext ist, ja, male ich mir das hier alles an. Da kann man das schon sehr gut merken. Schön anmalen hier so mit einem blauen Edding oben, beziehungsweise die anderen Stellen auch, wo wir nochmal rübergehen. So können wir sehen, hier ja, so ein tiefes Loch, wo wir die hohen Punkte dann abnehmen, um das Ganze ja dann auf einer Ebene auf eine Fläche hier zu kriegen, dass das, hier sieht man das glaube ich ganz gut, hier knallt das so ein bisschen rein, so, ne?
Ja, bin ich richtig reingerutscht. So ein Halbkreis ist ja schon fast drin. Ja, da gehen wir jetzt nochmal schön rüber und versuchen das dann auf eine Ebene zu kriegen. Das geht am besten mit einer Feile. Also zumindest der Rest. Aber wir versuchen das jetzt erstmal grob hier rauszuholen. Weiter mit der Flex. Und dann gucken wir mal, ob wir am Ende mit der Feile nochmal so ein bisschen rübergehen. Ich denke, das bleibt uns nicht erspart, auch um hier die Spitze vernünftig hinzukriegen. Jetzt ist das halbwegs gerade und eine Ebene geworden. Das Ganze machen wir jetzt auf der Seite hier auch. Auch einmal grob und dann machen wir eh die Schneide hier ran. Von daher ist nicht ganz so wild, wenn es nicht perfekt ist. So, soweit so gut. Das haben wir. Da kommt gleich noch die Schneide ran. Das machen wir aber gleich. Erstmal kommt noch hier, ja, bei diesem Übergang von Spitze zu Schaft. Da gehen wir jetzt gleich nochmal mit der Feile bei, weil wenn ich da mit der Flex jetzt immer wieder reingehe, dann bleibt am Ende immer so eine kleine Verrundung. Und da habe ich jetzt auch keinen Bock drauf, immer wieder das versuchen perfekt hinzukriegen. Da gehe ich jetzt direkt mit der Feile bei und das ist, glaube ich, dann sogar schneller, wenn ich da eben schnell einfach mit ordentlich Druck 10, 20 Mal hin und her, dann ist das schon fertig. So, bevor wir jetzt die Schneiden hier links und rechts ran machen, wollen wir das Messer zumindest so etwas vom Rost befreien und halten das dafür. So geht es am schnellsten. Hier ein bisschen über den Bandschleifer. Ich sehe gerade, ist aber ganz schön runtergerockt. Wie das Bonusloch meiner Ex-Freundin. Habe ich das jetzt gesagt oder nur gedacht? So lasse ich das jetzt, den Rest mache ich gleich von Hand mit Schmirgelpapier noch so ein bisschen rüber. Seht das eigentlich nur noch so in der Mitte. Haben wir jetzt hier, also Rost. Der Rest ist so, sieht ein bisschen geschmiedet aus dadurch, so hier und da so löchrig etwas, sage ich mal. Sieht eigentlich dadurch ganz cool aus. Ich würde das jetzt so lassen und nicht noch feiner polieren. Einfach nur noch den Rost jetzt so ein bisschen runter. Und dann kann man das so lassen, dann sieht das auch so mittelaltermäßig aus. So, sieht doch eigentlich schon mal ganz cool aus. Ich sage ja so leicht mittelaltermäßig. So Schmiedestyle. Ja, da machen wir jetzt die Fasen, die Schneiden jetzt noch ran. Und dann ist das auch schon fast fertig. Die mache ich jetzt nur grob. Die arbeiten wir noch nicht vernünftig aus, denn wenn wir das Teil noch in den Besenstiel stecken, müssen wir aufpassen, nicht, dass ich mich dabei irgendwo schneide. Da machen wir dann ja, die Feinarbeit und machen das richtig schön scharf. So, jetzt haben wir schon mal die Schneiden hier angefangen ranzumachen. Da muss noch, oh, ist noch gut warm jetzt. Mann. Die Bohrung machen wir jetzt noch nicht. Wir gucken erstmal mit dem Besenstiel ungefähr, wie weit wir das denn reinmachen. Ob wir ja so viel rausgucken lassen bis oben hin oder nur so ein ganz kleines Stück. So wie mir das dann gefällt. Und dann setzen wir erst die Bohrung. Deswegen packen wir den jetzt hier beiseite, den Sperrkopf. Und dann machen wir weiter
Mit dem Besenstiel, mit dem Schaft. So Leute, wir machen jetzt hier mit dem Stab weiter. Und zwar hier oben wird er so konisch, dass man den auch, im Normalfall ist ja ein Besenstiel oder auch für andere Werkzeuge, dass du den dann zack so da reindrücken kannst. Das schneiden wir jetzt ab, das Konische, also hier irgendwo säbeln wir das ab, weil wenn wir, na komm schon, hier diese Speerspitze, so hier irgendwo, ne, da kann man das ganz gut sehen, seht ihr, das wäre blöd mit den Schrauben, den Nägeln, die wir dann noch reinhauen, die halten das Ganze ja zusätzlich noch, also säbeln wir das hier ab, hier haben wir dann auch, mal gucken, das sollte gerade so passen, es kann sein, dass wir gleich noch ein bisschen hier was vom Schaft abnehmen müssen, links und rechts, das dürfte gerade so reichen. Wir gucken mal, obwohl wenn wir am Ende noch Paracord rumbinden, sollte das nicht so schlimm sein. Dann darf es nur auf keinen Fall hier irgendwo scharfkantig sein. Wir schauen mal, ob das passt. Ja, den säbeln wir jetzt hier ab und dann säbeln wir hier. Das muss ich gleich mal messen. Komplette Länge ungefähr. Ja, wir gehen erstmal so häppchenweise vor und dann gucken wir, ob wir auf kompletter Länge das Ding dann hier runtersäbeln und dann reinstecken, dann die Bohrung und alles festkleben. Können wir mal gucken, wie dick das hier ist, aber ich meine, das sind so 3-4. Ja, 3 mm dick. Diese Japan-Zugsäge die wird natürlich wesentlich dünner sein. Das ist ein halber. Ein halber Millimeter. Ja. Ich guck mal, ob ich noch ein anderes Sägeblatt habe, was ein bisschen breiter ist. Dass das ungefähr hier hinkommt. Nicht, dass ich 2-3 Mal ansetzen muss. Oder wir gehen da mit einem Dremel dabei. Hier mit der Dremelsäge. Und säbeln dann halt immer wieder neu rein. Schauen wir mal. Also Leute, das passt schon mal, ja. So rum. Ja, das passt. Mit ein bisschen Gewalt reingedrückt, aber dann ist das auch noch fester drin. Ganz so gut habe ich das jetzt nicht gesägt. Wenn das jetzt ein Messer wäre, was ich mache, dann hätte ich das alles nochmal neu gemacht und hier abgesäbelt. Aber wie schon gesagt, hier ist es jetzt nicht so wild. Wir wickeln hier ja noch Paracord rum, dann sieht man das gar nicht so. Also das haben wir dann auch schon mal fertig und ich würde sagen, so von der Länge, so, ist das auch ganz okay. Da guckt hier so ein bisschen noch raus, wie der Schaft, minimal. So, ja, das hier oben können wir vielleicht noch so abrunden mit einem Dremel, dann ist das ein flüssiger Übergang, dann sieht das auch etwas besser aus. Was wir jetzt noch machen ist, den einmal abflammen, weil so sieht der nicht so geil aus. Ne? Wir könnten den natürlich auch anmalern, Lack oder was rüberhauen oder ein Lasur, aber wir gehen jetzt mal eben mit einem Flammenwerfer rüber und flammen den so ein bisschen ab. Dann sieht der auch noch rustikaler und noch mittelaltermäßiger aus. Machen wir das. So lassen wir das jetzt, das sollte lang, ich will ja nicht übertreiben, hier dann natürlich so ein bisschen verbrannt da drinnen, ne? Aber das ist alles nicht so wild, das sieht doch cool aus, das sieht schon rustikaler und älter aus, das ist doch schon besser was, ne? Ja.
So Leute, ich habe die Nägel jetzt angepasst, dass die hier gerade so dann durchpassen, so minimal, dass da ein bisschen was rüber guckt. So ein, was sind das, ein halber Millimeter, ein Millimeter ungefähr. Dann haben wir danach weniger Arbeit nach dem Kleben. Das machen wir jetzt und da knallen wir richtig einen drauf, weil hier sind doch einige Zwischenräume entstanden und die müssen wir zukleben. Also, jetzt heißt es kleben. So Leute, ein Tag ist rum, wir haben das jetzt hier aushärten lassen. Das war eine ziemliche Sauerei mit dem Kleber. Da diese Verpackung, das war vielleicht so ein Montagsprodukt. Ich hoffe mal, dass nicht alle so sind, weil das an der Seite überall rausgedonnert da. Das war eine ziemliche Sauerei und im Film war da gar nicht wirklich möglich, weil ich war da nur am Fluchen und das hier überall zwischen. Ja, und auf jeden Fall habe ich auch die ganze Packung dann reingedrückt, komplett leer. Das ist hier oben überall rausgedrückt. Ich habe nochmal geguckt, ob ich zu blöd war, das aufzuschrauben, aber dem war nicht so. Das war einfach, ist an der Seite irgendwo aufgeplatzt und dann war es das halt. Ne? Dadurch musste ich das dann, eigentlich ist das ja dafür da, man drückt es raus. Das vermischt sich automatisch, aber so muss ich das dann auch überall vermischen, weil nur das eine dann durchkam durch diese Spritze und das andere oben raus. Ist auch egal, in Zukunft werde ich sowas nehmen, was ich selber anmixen muss. Das ist tatsächlich dann besser. Gut, das, wenn das funktioniert hätte, wäre das auch wunderbar gewesen. Das ist am Ende aber günstiger, das zum Anmixen. Ja, gut, genug darüber gelabert. Hier jetzt, es dürfte reichen, das ist stellenweise noch etwas feucht, vielleicht noch nicht ganz durchgehärtet. Dennoch probieren wir das jetzt hier, die Schneiden vernünftig scharf zu machen. Dann haben wir das schon mal erledigt. Und dann gucken wir mal, dass sie auch fest genug ist. Und dann können wir uns auch an den ersten Test wagen. Ne? Richtig Wikinger-Style. So, hier nochmal zum Größenvergleich. Ihr seht das, das Ding ist jetzt, es geht mir bis fast bis zu den Augen. Also man kann natürlich noch größere nehmen, aber das reicht. Hiermit habt ihr schon ordentlich Reichweite. Ja. Und lauft nicht Gefahr, an den Gegner ranzukommen. Wenn ihr dann nochmal mit der Flex hier rüber geht, dann müsst ihr aufpassen, dass das nicht ganz so heiß wird, die Klinge. Weil es kann sein, hier bei mir ist ja der Kleber noch nicht ganz durchgetrocknet, dass der sich ja zu doll erhitzt und dann wieder weich wird und das Ganze alles für die Katz war. Also passt bloß auf, immer vorsichtig, dann lieber eine kleine Pause, wieder abkühlen lassen. Und dann sollte eigentlich auch nichts passieren. Ich habe jetzt auch hier ganz vorsichtig, dass das ja nicht heiß wird. Und jetzt geben wir nochmal bisschen, also so richtig rattenscharf machen wir das nicht, denn der Speer soll hauptsächlich spitz werden, aber so ein bisschen. Ja. Wir gucken mal, wie scharf wir den hier kriegen oder machen. Das machen wir hier mit dem Nansky Puck. Kennt ihr ja, damit geht das eigentlich auch ganz gut. So Leute, ich bin ehrlich zu euch, ich habe keinen Bock mehr hier weiter zu schärfen. Wir testen das Ding jetzt einfach. Gehen wir raus. Geht ganz gut durch, wenn man erstmal trifft, ne? Ihr habt ja gesehen. Die ersten ein, zwei Schläge sind vorbeigegangen. So, dann testen wir noch einen alten Kürbis vom letzten Jahr. Der ist ziemlich hart. Der ist gut durchgetrocknet. Schauen wir mal, ob das Ding auch da reingeht. Eieiei. Ohne Probleme so durch. Und vorsichtig. Alter. Kannst sogar mit durchschneiden. Ja. Aber das geht eher schlecht. Oh, nicht schlecht, ey.
Geile Nummer. So, der Speer hier dient natürlich auch nur wieder zur Anschauung. Was ihr damit macht, ist euch überlassen, ja. Ob ihr den bei euch in der Bude stellt, wenn ihr Kinder habt. Nein, lasst es sein, weil das Ding ist wirklich eine tödliche Waffe. Das ist wirklich heftig. Also ihr seht das, wie lang das ist. Das ist ja auch so 15 cm oder so circa. Und wenn das im Körper eindringt, dann das macht gewaltigen Schaden. Das ist übel. Also, wenn, versteckt das Teil gut, den Speer. Weiß nicht, ob ihr das zur Heimverteidigung benutzen wollt. Wenn ja, ist es definitiv brauchbar. Denn ihr habt 1,70 mehr wie eine Armlänge Abstand. Also da könnt ihr ordentlich auf Distanz bleiben bei eurem Gegner. Falls der nur Messerchen oder was dabei hat oder einen kleinen Prügel. Oder ihr stürmt einfach gewaltig auf den zu. Ne? Wie so ein geisteskranker Berserker. Aber das ist natürlich auch noch alles Spaß, ne? Das lassen wir alles sein. Lasst das sein, Leute. Dennoch ein ganz cooles Projekt, wer Bock hat. Könnt auch damit werfen dann. Das habe ich eben ein-, zweimal ausprobiert. Ich wollte es aber nicht übertreiben. Ich hatte ein bisschen Angst, dass, ja, der hält natürlich ein bisschen was aus hier, der Besenstiel. Aber Holz, ne, das können wir mal brechen. Vielleicht kommt der blöd auf oder so. Und das hier oben bricht ab. Wollen wir nicht, der ist gerade erst gebaut worden. Worauf ihr achten müsst, wenn ihr hier so einen Stahl genommen habt wie ich hier, das ist rostender Stahl, das ist Carbonstahl, der ist jetzt nass geworden. Wir haben da ein paar Dosen mit Wasser durchstochen und so. Also unbedingt trocken wischen und dann nochmal einölen und dann erst wegstellen, weil sonst rostet euch das Ding weg. Wenn ihr Edelstahl nehmt, habt ihr das Problem natürlich nicht. Also Leute, vielen Dank fürs Anschauen hier, den geilen Speer, die Prepper-Waffe. Bis zum nächsten Video, macht's gut.